Das Lernmaterial spielt in der Montessori-Pädagogik eine wichtige Rolle. Marie Montessori wollte mit ihrem Material die Neugierde von Kindern wecken und verschiedene Sinne stimulieren. In der Montessori-Pädagogik sagt man, der Mensch kommt vom Greifen zum Begreifen. Deshalb ermöglicht das Material greifbare Erfahrungen, die die Sinne und das Interesse der Kinder anregen, durch die Kinder vieles lernen. Montessori-Material ist von hoher Qualität, robust, aber auch ziemlich kostspielig. In diesem Video findet ihr Anleitung, wie ihr das klassische Montessori-Material selbst herstellen könnt, ohne die Bank zu brechen. Das Montessori-Material kann man in folgenden Kategorien unterteilen: Sprachmaterial, Sinnesmaterial, mathematisches Material, kosmische Erziehung und Übungen des praktischen Lebens. Wie kann man das Material für die Übungen des täglichen Lebens vorbereiten, habe ich euch bereits in diesem Video gezeigt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach das Sinnesmaterial und mathematisches Material selber herstellen könnt. Sinnesmaterial nach Montessori fördert die Entwicklung und Wahrnehmung der Sinne wie Fühlen, Schmecken oder Hören. Es umfasst zum Beispiel Geräuschdosen und Geschmacksdosen. Geräuschdosen. Geräuschdosen gehören zum klassischen Montessori-Material. Beim Schütteln und Horchen wird der Hörsinn trainiert, verfeinert und insgesamt die Aufmerksamkeit geschult. Dazu werden die Begriffsbildung wie laut und leise geübt. Um die Geräuschdosen herzustellen, benötigt ihr entweder Filmdosen, Dosen von Brausetabletten mit Deckel, Gewürzdosen oder, wie in meinem Fall, aufgebrauchten Matcha-Tee-Dosen. Im klassischen Set sind es insgesamt 12 Dosen, je 6 Dosen, die die Geräuschskala von leise bis laut umfassen. In meinem Fall sind es 8 Dosen. Die Dosen werden paarweise mit dem Material gefüllt. Damit es tatsächlich gleich klingt, habe ich das Material vorher abgewogen. Wichtig ist, Material zu nehmen, was unterschiedlich klingen wird, von laut bis leise. In meinem Fall habe ich Kichererbsen, Zucker, Hirse und Linsen genutzt. Das Dosenpaar mit dem gleichen Material bekommt hier blaue und rote Deckel. Diese habe ich vorher mit dem Sprühlack für Metall in Farbe Rot und Blau besprüht. Zur Darbietung stellt man die ausgewählten Dosen einer Serie in einer Reihe auf eine Seite des Teppichs. Danach nimmt man die erste Dose und schüttelt sie an einem, dann mit der gleichen Hand an einem anderen Ohr. Man hört dabei bewusst aufmerksam zu. Das Kind wiederholt diese Tätigkeit. Nacheinander wird diese Tätigkeit mit allen vorhandenen Dosen durchgeführt. Danach werden wir die Paare suchen. Dosen, die gleich klingen. Wir nehmen die Dosen mit dem roten Deckel dazu und stellen sie wiederum in eine Reihe mit deutlichem Abstand zur anderen Reihe auf den Teppich. Nun nehmen wir die eine Dose mit dem blauen Deckel und eine mit dem roten und vergleichen, ob sie gleich klingen. Sind die Geräusche identisch, hat man gleich ein Paar gefunden. Wenn die Geräusche nicht identisch sind, testet man jede einzelne Dose mit dem blauen Deckel, bis man ein Paar gefunden hat. So fahren wir fort, bis wir alle Paare gebildet haben. Nun kann das Kind die Übung wiederholen. Das Ziel dieser Übung ist die Wahrnehmung und Differenzierung von Geräuschunterschieden, Schulung des auditiven Gedächtnisses, Begriffsbildung, laut und leise. Thank you.
Geruchsdosen. Wir können auch ganz einfach zu Hause Geruchsdosen herstellen. Dazu benötigt ihr Ersatz aus 10 identischen Dosen. Ich habe IKEA-Gewürzdosen genutzt. Es werden wiederum 5 Paare mit identischen Gerüchen gebildet. Ich nutze dafür ätherische Öle. Hier könnt ihr auch die Gerüche variieren und verschiedene Bereiche beachten, zum Beispiel Nahrungsmittel, Pflanzen, Obst und so weiter. Ich habe folgende Gerüche genutzt: Pfefferminze, Zimt, Lavendel, Vanille und grüner Apfel. Dabei ist es möglich, Abbildungen der Pflanzen hinzuzunehmen, deren Samen, Blüten oder Blätter in den Flaschen enthalten sind. So kann das Kind auch die jeweilige Pflanze visualisieren und die Gerüche mit dieser Pflanze verbinden. Um die Paare zu kennzeichnen, habe ich die weißen und schwarzen Aufkleber angebracht. Die Darbietung erfolgt ähnlich wie mit den Geräuschdosen. Zuerst werden die Flaschen mit dem weißen Aufkleber und mit dem schwarzen Aufkleber in einer Reihe auf dem Teppich platziert. Danach nimmt man die erste Flasche aus der Reihe mit dem weißen Aufkleber und zeigt dem Kind, wie man daran riecht. Durch Einatmen durch die Nase. Danach versucht man, die Dosen mit dem schwarzen Aufkleber der Reihe nach durchzugehen und den gleichen Geruch zu finden. Riecht's nicht gut? Passenden Flaschen werden paarweise nebeneinander auf dem Holztablett in der Mitte abgestellt. So werden nacheinander alle Flaschen gepaart. Das Kind wiederholt die Übung. Ungeübte Kinder können mit weniger Flaschen beginnen. Das Kind lernt dabei, die Düfte zu unterscheiden, die Düfte bestimmter Pflanzen zu lernen. Allmählich nimmt das Kind unterschiedliche Gerüche aus seiner Umgebung wahr und kann sie differenzieren. Mathematisches Material in der Montessori-Pädagogik ist sehr konkret und der große Fokus liegt darin, Lehrmittel zur Verfügung zu stellen, die das multisensorische Lernen ermöglichen und Zahlen greifbar gestalten. Wir brauchen 6, aber... Wir brauchen aber 6. Wir basteln Spindelkasten. Der Spindelkasten vermittelt den Kindern Konzepte der Zahlen von 0 bis 9, indem man die Mengen den Zahlen zuordnen lernt. So können die Kinder die Menge tatsächlich in der Hand zu halten. Sie lernen dabei, dass die Zahl 1 kleiner als die Zahl 9, da 9 in der Hand sich anders anfühlen wird und schwerer als eine Spindel. Was machst du in 0? Auch wird die Zahl 0 als nichts verdeutlicht, indem man keine Spindel in diese Abteil legt. Um Spindelkasten zu basteln, habe ich 2 gebrauchte Taschentücherboxen genutzt. Aus dem Karton schneidet ihr die Zwischenwände aus, in der Größe der Boxen. Ihr werdet insgesamt 8 Zwischenwände brauchen, je 4 pro Box. Die Zwischenwände habe ich mit dem Sekundenkleber geklebt und sie waren richtig fest. Ich habe die Zahlen ausgedruckt und in die Boxen geklebt. Die Zahlen kann man aber auch per Hand aufschreiben. Für die Spindel habe ich einen Holzstock aus dem Baumarkt genutzt und diese entsprechend zugeschnitten. Die Holzenden habe ich anschließend geschliffen. Hier zeige ich, wie man das Kasten nutzt. Um die Menge zu einer bestimmten Zahl zusammenzufassen, zum Beispiel 4 Spindeln entsprechen der Zahl 4, nutzen wir die Haargummis, die diese Spindel verbinden soll. So versteht das Kind,
diesen Mengenbegriff. Jetzt machst vier, du Gummi drum. Dass vier Spindel zu einem zusammengeführt werden und eine Zahl 4 ergeben. Sandpapierzahlen. Die Sandpapierzahlen geben dem Kind sensorische Erfahrungen, die Zahlen zu fühlen und somit besser zu begreifen. So können die Kinder die Zahlen mit allen Sinnen einprägen. Durch nachfahrende Linien werden die typischen Formen der einzelnen Zahlen vermittelt und die Handmuskulaturgedächtnis wird geschult. So wird das Kind auf das erste Schreiben der Ziffern vorbereitet. Um diese herzustellen, habe ich Sandpapier aus dem Bauhaus geholt und solche Holzbretter, die ich halbiert habe. Danach malt er die Zahlen auf dem Sandpapier auf. Dafür könnt ihr Schablonen verwenden, diese anschließend ausschneiden und auf die Bretter aufkleben. So kann man auch die Sandpapierbuchstaben basteln. Wenn man möchte, kann man auch die Holzplatten vorher mit Acrylfarbe bemalen. Was ist das? 7, ja. Schau mal, du hast hier so eine Zahl schon. Schau, Andreas. Siehst du? Das ist 6. 6. 7, 8 und das muss 9 sein. 9 ist ganz ähnlich wie 6, nur muss man die so umdrehen. Uff, schau, das ist jetzt 9. Das kostenspielige Montessori-Material soll dich davon nicht abhalten, Montessori-Pädagogik und Materialien zu Hause anzuwenden. Wie man sieht, kann man einige selber nachmachen und dem Kind die Freude bereitstellen, mit allen Sinnen zu lernen. Schreib mir in den Kommentaren, welches Material du deinem Kind herstellen würdest. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis bald!